Wie ist es eigentlich mit Beziehungen in der nächsten Generation? Darüber sprechen wir mit den Köpfen der neuen deutschen Kultband, die mit Durch den Monsoon 5 Wochen lang auf Platz 1 in den Charts waren. Ihr Album ist gerade auch auf 1 gegangen. Hier sind Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Wir haben ja zwei Menschen der nächsten Generation hier, gerade 17 Jahre alt geworden, korrekt? 16 Jahre alt geworden, Bill und Tom, die ja auch ihre Erfahrungen schon gemacht haben. Wir werden das im Detail natürlich alles besprechen. Wie wichtig sind Frauen für euch? Also ich denke mal schon wichtig. Es gibt natürlich auch Reibereien, gerade auch in unserer Generation. Aber ich glaube, das ist ja für jeden Teenager, sind ja, ja, Mädchen wichtig, glaube ich. Ja. Und aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon... ja, es ist schon ein sehr wichtiger Punkt, gerade halt in unserem Alter hat man auch viele Beziehungen und schnell auseinander und wir zusammen und... Ist das Ihre, ich muss ja Sie sagen, ne? Korrekt, oder? Ist das Ihre Erfahrung? Also, dass Sie Ja, auf jeden Fall. Das ist ziemlich schnelllebig so. Ja. Das ist aber auch unterschiedlich, würde ich sagen. Wobei der Rock'n'Roller da ein bisschen spricht. Ich meine, die Angebotslage ist bei Ihnen ja auch ein bisschen anders als bei den Normalsterblichen. Ja, jetzt, aber es ist ja auch irgendwie erst seit ein paar Monaten so vielleicht, aber... Mhm. Ja. Aber nee, das würde ich nicht sagen, dass es erst seit ein paar Monaten ist. Das, was wir hier besprechen, also ob Männer und Frauen zueinander passen, gibt sowas, wird sowas in der Schule auch besprochen? So im Grunde genommen, Jungs und Mädchen passen eigentlich gar nicht so richtig zueinander? Das stand eigentlich noch nicht zur Diskussion. Nee, eigentlich probiert man sich das eher aus. Aber ich würde sagen, grundsätzlich passen sie zusammen. Würde ich auch sagen. Ja, positiven Erlebnisse überwiegen. Ja. Noch. Doch, noch. Mensch, zwei 16-Jährige, wenn die jetzt schon verdorben wären vom Leben. Lassen wir in die Hoffnung, Frau Berger, oder? Ja, mein Gott. Und wir werden natürlich insbesondere darüber sprechen, später in der Sendung, wie das heutzutage alles abläuft, welche Rolle Aufklärung spielt, wie wichtig es ist, umzugehen und vorsichtig umzugehen mit den Gefühlen anderer Menschen. Männer machen sich die Haare oder bestreiten, dass sie sich die Haare gefärbt haben oder irgendwas. Also spürt man jetzt in einer jungen Beziehung, die manchmal vielleicht nur ein paar Wochen oder Monate dauert, spürt man das auch schon, so einen kleinen Kampf darum, wer gibt den Ton in der Beziehung an? Ja, auf jeden Fall. Also, doch, ja. Bei mir ist es oft so gewesen. In der Musik sind die beiden sehr einig, da können sie einen anderen Ding. Ja, aber doch. Ich finde das eigentlich nicht, also ich habe das eher nicht so gemerkt eigentlich. Wolltest du dich auch Nee, aber ich glaube, dass es doch immer relativ gleich ist. Also es gibt also nicht irgendeinen Kampf irgendwie, wer da besser ist als der andere oder irgend sowas. Also habe ich nicht auch an meinem Partner irgendwie. Also ich denke mal, also ich bin auch so ein Mensch, der sich nicht gerne unterordnet. Mhm. Und und ich hatte, glaube ich, auch immer Freundinnen, die das auch nicht gerne mochten. Mhm. Daran ist es vielleicht auch kaputt gegangen, keine Ahnung, aber das liegt, glaube ich, stark am Partner, ob das, ob man das so auslebt oder nicht. Also es kann schon sein, dass es mit daran liegt, dass so kleine Reibereien stattfinden. Auf jeden Fall. Das kann ja am Anfang nur sein, was weiß ich, wer entscheidet, was wir abends machen oder machen wir immer das, was du willst oder gehen wir immer dahin, wo du Bock hast hinzugehen. Genau, dann fängt das an, ja. Das sind so kleine Geschichten. Klar. Mhm. Ja. Das wird aber nicht besser im Laufe der Zeit. Bitte? Aber ich würde sagen, am Anfang ist das nicht so ausgeprägt. Richtig ausgeprägt wird das erst dann, wenn man längere Zeit verheiratet ist. Ja, aber wenn ein, es ist doch interessant, dass ein gerade 16-Jähriger jetzt sozusagen schon davon berichtet und sein Zwillingsbruder, der daneben sitzt, sagt, bei mir ist völlig anders. Also, ja, klar, diese verschiedenen Entwürfe. Das ist doch toll. Ja, jetzt Familie Kaulitz hat gerade wieder bewiesen, dass sie nicht immer einer Meinung sind. Ich habe jetzt nur Bill und Tom, ihr müsst. Ja, also ich bin der Meinung, dass das nicht möglich ist, Freundschaft. Also, ich glaube, einer von beiden denkt auf jeden Fall an mehr. Und das Ich glaube, das hängt auch wieder von der Person ab. Mhm. Also ich hatte, glaube ich, auch mal eine ganz gute Freundin und also von meiner Seite war er nicht mehr. Mhm. Also aber das war anderen Seite. Dein Bruder ich hätte aber auch gesagt, nicht vielleicht von der, sie. Ich glaube aber auch nicht von der anderen Seite, das würde man ja merken irgendwie. Das glaube war vielleicht, bevor du 12 warst. Nein. Ja, aber man merkt ja schon so, wenn man gut befreundet ist, so, da merkt man ja schon, wenn da von der anderen Seite irgendwie andere Annäherungsversuche sind oder so. Und natürlich merkt man das. Klar merkt man das. Und ich hatte das eigentlich nicht. Also ich hatte schon oft irgendwie nur so Freundinnen ohne Sex. Also ich habe wirklich festgestellt, dass Frauen es sich sehr, sehr wünschen meistens, dass es für Männer so etwas gibt. Aber die Männer, die ich gefragt habe, Wie war es bei Ihren Eltern? Die sind ja auch getrennt oder geschieden. Mhm. Die Eltern, wie alt waren Sie, als die Eltern sich trennten? 6. Ja, 6 waren wir, genau. Haben Sie das erlebt oder was haben Sie für Erinnerungen daran? Also für uns war es schon damals auf jeden Fall schwierig. Also ich glaube, dass es für Kinder immer schwierig ist. Auch wenn, also in unserem Fall war es jetzt so, dass sich die Eltern trotzdem noch einigermaßen gut verstanden haben. Das heißt, es gab keinen Streit oder so. Aber es ist natürlich, man merkt natürlich, dass die Eltern, also
irgendwie getrennte Wege gehen und dann nicht mehr, also es ist halt selten so, dass das halt geht, dass beide Elternteile gleich stark für die Kinder da sein können. Mhm. Und ich glaube, am Anfang hat man dann noch Angst, irgendwie, ja, dass da irgendwer dann zu kurz kommt oder so, ja, und nicht, dass man nicht gleich viel Aufmerksamkeit dann hat von beiden. Mhm. Man merkt ja auch, dass sie sich dann halt nicht mehr lieben, praktisch nicht mehr zusammen sind. Und wir zum Beispiel haben dann auch erst den Lebensgefährten von meiner Mutter, wollten den dann auch erst nicht haben. Da haben wir uns noch gegen gesträubt, weil wir halt wollten, dass sie das so Eltern wieder zusammenkommen, auf jeden Fall. Und ja, aber ich meine, im Endeffekt jetzt ist es für uns total normal. Also ich glaube, es ist auch besser so, weil also ich glaube, kein Kind möchte irgendwann so mitkriegen, dass es nur wegen den Kindern war, dass man zusammenbleibt, ja, oder so. Also ich glaube, das wäre so das Schlimmste, was es dann gibt, dass ein Kind dann erfährt, dass es nur deswegen die Eltern dann zusammengeblieben sind. Aber glaub, der erste Instinkt, also der erste Wunsch war schon, Mama und Papa sollen, ja, wieder zusammen sein. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei 6-jährigen Kindern, das alles andere wäre völlig unnatürlich. Ja. Ja? Wie ihr schon gesagt habt, also ich bin nicht der Meinung, dass man verheiratet bleiben sollte wegen der Kinder, was ja unheimlich viele machen. Ich bin, rückblickend bin ich dagegen. Weil es ist viel besser, man trennt sich. Dass man euch zum Beispiel sagt, das wisst ihr.